Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Industry, Kapitän auf Industry, da wollte ich hin, huiuiui, jetzt hat aber kurz lange gedauert, Entschuldigung, willkommen zurück und weiter geht die kleine Reise. Wir haben noch ein bisschen Questen vor uns, aber auch ein bisschen andere Dinge und da gucken wir mal, was wir denn heute so schaffen oder eben nicht schaffen. Warum ist denn das so weit unten? Okay, jetzt. Gut. Huch, das wollte ich nicht. So, er produziert. Wir produzieren überall Konstruktionsteile. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. Oh, unser kleiner Berg ist langsam ein großer Berg, muss ich mal sagen. So, wir schütten mal weiter auf, glaube ich. So. In etwa. Da wird Kupfer benötigt. Alles klar. Genau. Unser Problem ist tatsächlich aktuell das Kupfer. Nicht das Kupfer, die Konstruktionsteile. Und hier ist wieder... Ach, warte mal. Wir brauchen da Ziegel für. Okay, aber Ziegel haben wir tatsächlich mehr als genug. Alles gut. Ich dachte, wir hätten keine Ziegel mehr. Aber wir haben noch genug Ziegel im Petto. Aber... Die Konstruktionsteile kriegen wir halt trotzdem nicht auf die Reihe, ne? Das ist irgendwie ein bisschen schade, muss ich sagen. Tja. Vor allem, wir hätten hier vier Stück rumliegen. Okay, hier oben brauchen sie halt auch einiges. Ich glaube... Wir brechen die mal ganz kurz ab hier. Und das hier auch. Die Siedlung muss zusammenhängen, ja. Ach so, wegen ihm kann er nicht abreißen, oder was? Aha, okay, verstehe. Okay, wir reißen die Siedlung einmal kurz ab. Auch wenn wir sie eigentlich bräuchten, aber... Vielleicht kriegen wir dadurch ein bisschen was schneller hier das Zeug hin. Genau. So. Wir haben jetzt nämlich die Förderbänder bekommen. Das bedeutet, wir können hier oben auch dann ein bisschen Gas geben. Aber die müssen halt auch erstmal alle gebaut werden, ne? Also, da kommt noch richtig was auf uns zu. Hier haben wir schon Eisenerz gesagt. Hier haben wir auch schon Eisenerz gesagt. Hier sagen wir... was haben wir jetzt hier reingepumpt? Eisenerz, ja, alles gut. Jetzt war ich nämlich kurz verwirrt, aber passt alles. So. Genau. Und dann werden wir das nämlich jetzt da rein schießen. So. Gut. Wenn man die ganze Zeit die falschen Sachen nimmt, kommt da natürlich auch falsche Sachen hinaus, ne? So. Hoppala. Dann machen wir den noch. Und den noch. Ich würde die gerne auch von da oben befeuern. So. Und dann machen wir das dran. Und wir machen höchstens noch das da dran. So, dann kann der nämlich dorthin und er dahin. Gut. Okay, aber das werden wir hier, glaube ich, nochmal ändern. Das ist nämlich ein bisschen Blödsinn, was ich hier gemacht habe. Tatsächlich. Und ihn reißen wir ab. So. Genau. Und bei ihm machen wir den Bogen nach unten. So. Sieht zwar wild aus, dürfte aber funktionieren. Sieht zwar wild aus, ne? Aber sieht wirklich wild aus. Aber funktionieren sollte das Ganze.
bin gespannt. Okay, und hier kommt jetzt auch schon Eisenerz rein. Sehr gut. Die Kohle, ja. Komisch, dass er hier das Ding nicht wirklich nicht zuerst baut, ne? Ach so, weil das immer noch die Konstruktionsteile 2 sind. Natürlich. Und er kriegt keine. Na, okay, und dann ist es verständlich. Und dann ist es verständlich. Die Frage ist nur, ob wir vielleicht davon noch einbauen sollten. Der produziert nicht, weil er kein Holz hat. Hä? Okay. Warum haben wir denn... Haben wir kein Holz mehr? Eigentlich schon. Warum fährt hier ein Bagger rum? Ach, zum Tanken nehme ich an, ne? Kann es sein, dass ihr am Tanken seid? Stimmt, das Ding ist auch noch nicht fertig. Okay, warte mal, wo sind unsere... Hä? Ach da, okay, warte mal, die stehen, aber alle drei... blöd hier rum und tun nichts. Deswegen kriegen die jetzt beide nochmal einen LKW. Und wir sollten nochmal vielleicht 2 Stück bauen. So, okay. gut. Vielleicht geht es damit ein bisschen zügiger. Also wir brauchen auf jeden Fall Kohle da unten, sehe ich gerade. Pausieren Sie den Leuchtfeuer um... ja, machen wir. In Betrieb. Pausieren. Füllen Sie den Diesel auf. Mhm. Vollhalten. Weisen Sie dem Schiff eine Besatzung zu. Mannschaft. Erkunden Sie das Schiff. Alles klar. Wir erkunden die Welt. Wir erkunden diese... Ne, das war die falsche Taste. Wir erkunden diese Welt. Da, meine Güte. Okay, dann fahren wir dahin. Gucken wir, was wir da Schönes haben. Vielleicht findest du was Schönes. Jo, in der Zwischenzeit bauen wir hier gemütlich weiter. Und schauen mal. So, wie sieht es denn aus? Wir haben hier... Wir brauchen auf jeden Fall noch so ein Teil. Also, ganz ehrlich, ich werde jetzt überall... die hier als zweiter Stelle mit aktivieren, dass wir die wirklich schneller bekommen. Also selbst er kriegt diese. Vielleicht geht es damit ein bisschen schneller, aber aktuell haben wir ja wirklich hier so ein bisschen Mangel. Aber wir haben Eisen genug. Wir müssten jetzt Holz mehr bekommen eigentlich. Von daher müsste das laufen. Da wäre auch noch ein bisschen Holz drin, also. Gut, wir haben jetzt gerade tatsächlich Fahrzeuge gebaut, deswegen sind die jetzt natürlich dann bauen. Ne? Wir haben 30 Fahrzeugteile verbaut und dann ja, ist das halt ha, weiß ich nicht. Aber hier wird jetzt fleißig gebaddelt und gebaut und gemacht und getan. Das ist gut. Wir haben hier 30 Ziegel auch drin, zwar noch kein Eisen und kein Holz, aber guck mal da, er produziert es doch schon. Genau, das ist das, was ich meine. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr im Angebot gleich. Er produziert es noch nicht. Er produziert es auch nicht, weil Holz fehlt. Wo fährst du hin? Okay, alles klar. Wenn doch da Holz fehlt... Warum fahrt ihr denn das Holz da nicht holen? Warte auf Produkte Holz. Mechanische Teile.
Okay, jetzt haben wir 8. Okay, keine Ahnung, warum das hier gerade nicht läuft. Hupsala, das wollten wir nicht. Entschuldigung. Das wollte ich jetzt wirklich nicht. Entschuldigung, ich musste aber ein kleines Stückchen trinken. Aber irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Aber wie gesagt, ich sage immer, ich muss nicht immer alles verstehen. Es muss einfach nur laufen und das tut es gerade nicht. Und das ist schade. Okay, wir haben Welt umkunden, einsammeln. Wir haben 2 Sachen neu fertig. Was hatten wir jetzt? Achso, Frachtschiff. Ein Frachtschiff. Wir können jetzt ein Frachtschiff bauen, scheinbar. Okay, das ist gut. Beschädigtes Frachtschiff. Wir benötigen Eisen. Okay. Nach Hause schicken. Die brauchen 240 Eisen, um das Schiff zu reparieren. Bauen eine neue manuelle Produktion. Habe ich doch schon. Ja, also was macht man, wenn man zu wenig Rohstoffe hat? Versucht mehr Rohstoffe zu bekommen. Standort erkundigt. Ach so, ja. Hurra. Hurra. Okay. Und die Bewässerung ist auch fertig. Haben wir noch eine Forschung am Laufen? Grundwasserpumpe? Ja, haben wir. Okay, also die Forschung läuft noch. Die Konstruktionsteile sind in der Mache. Wie gesagt, wir bauen hier gerade noch ein bisschen. Vielleicht ein bisschen doller, aber wir bauen. Hier wäre auch schon so viel Eisen da eigentlich. Wäre das hier alles am Stehen, ne? Das dauert halt alles noch so lange. Sind die größer? Nö. Nö. Wie sieht es denn hier allgemein aus? Der hat jetzt gerade Kartoffeln abgeholt, ne? Genau. 10 Stück, die da rein wollen. Ja, also Essen haben wir auf jeden Fall mehr als genug da. Also das ist nicht das Problem gerade. Das Problem besteht eher darin, dass wir zu wenig Rohstoffe haben. Aber mit unserem kleinen Trick hier, hoppala, könnten wir tatsächlich wirklich vielleicht ein paar Pluspunkte hier sammeln. Wenn denn überall auch das angeliefert wird. Hier fehlt nämlich immer noch das Holz. Und hier wäre Holz drin. Das ist halt immer noch nicht, was ich verstehe. Wie gesagt, ich muss nicht alles verstehen, aber ich verstehe es halt nicht. Und der macht zum Beispiel auch keins. Was machen die denn mit dem ganzen Holz? Doof rumstehen oder was? Wo bringst du das jetzt hin? Ah. Warte mal, habe ich die Kohle fertig gemacht? Ja, habe ich. Warum macht der dann immer noch so viel Kohle hier drüber? So, stopp aus. Aus. Also, das frage ich jetzt gerade ernsthaft, ne? Also, wie kann das denn sein, dass wir Kohle herstellen, aber Kohle mehr als genug haben. Also abbauen könnten, so hört sich besser an. Okay, die baggern wieder. Wo sind denn die 2 Kohletransporter? Okay, also Kohletransporter sind jetzt auch wieder da. Also von daher verstehe ich das gerade nicht. So, vergrößern wir sogar noch ein bisschen die Plattform. Und er hat ja 9 Kohle, also... Naja. Egal, wir haben es geändert. Da liegt die Kohle, Holz drin, hier liegt Holz drin. Hier liegt ein bisschen Holz drin. Überall liegt jetzt ein bisschen Holz drin und dadurch machen wir jetzt auch wieder das, was ich eigentlich will oder brauche. Und zwar Konstruktionsteile.
somit könnte das hier oben jetzt auch gleich ein bisschen was zackiger gehen. Und hier ist halt, warum ist denn hier? Bergbau hat keine Gebiete. Was? Willst du mich verarschen? Hä? Brauchst du da einen Weg hoch oder was? Ach so, kann das sein. Okay, warte mal. Ich glaube, ich weiß dein Problem. Halt, stopp. Ich verstehe dein Problem. Ich verstehe dein Problem. Moment, das kriegen wir, glaube ich, hin. Nee, das ist Blödsinn. Nee. Q. So. Und hier würde ich einmal gerade gerne machen. Wenn ich geht. Aber nur wenn es geht. Das sieht auch gut aus. Und hier würde ich dann tatsächlich F. So. +1, +1, +1. Eigentlich ja nicht. Eigentlich bleiben wir ja auf 5, oder? Ja. So. Oder ist das zu? Nee, das ist aber... Das ist falsch. Das war falsch. Wir sind doch da auf +5. So, jetzt aber. Nein. Mach keinen Blödsinn hier mit mir. So, okay, da hinten geht es aber nochmal hoch. Das machen wir aber dann später. Ja, machen wir später. Okay, das läuft jetzt auch wieder ein bisschen besser. Da habe ich aber einen Fehler gehabt, bin ich auch ehrlich. Da hatte ich einen kleinen Fehler drin. Hier machen wir das und jenes. Hatte ich die eigentlich, die habe ich sogar schon eingestellt. Hier kommt Kupfer rein, hier kommt Kohle rein. Okay, das läuft auch. Hier müssen wir natürlich gleich noch die Folgeprodukte machen. Weil du musst ja hier erstmal die Kupfer, unreines Kupfer wird ja hier produziert. Und den unreinen Kupfer müssen wir dann danach nochmal abändern. Richtig. Hier kommt Eisen. Eisen. So, Eisen. Und Kupfer. Okay, das stimmt hier auch alles. Genau, jetzt kriegen die nämlich schon die Lieferung. Kohle fehlt jetzt noch. Die Kohle kommt bestimmt auch gleich. Da kommt doch schon mal ein Kohletransporter, der das da reinschleppen möchte. Genau, und jetzt funktioniert jetzt halt auch schon. Aber wir haben halt immer noch keine Herstellung, keine Konstruktionsteile. Aber die kommen jetzt langsam. Es dauert ein bisschen. Wir haben jetzt schon 12 Stück da drin. Hier haben wir 6 Stück inzwischen drin. Warum ist das eigentlich unten? Warte mal. Das und das soll nach oben, bitte. So, er hat immer noch keine. Er hat vier. Ne, er hat keine. Er ist bei 5. Ja. So langsam wird es. Und weiter geht's. Okay. Was nimmst du mit? Kohle, Holz. Du nimmst auch Holz mit. Ihr könntet jetzt die Konstruktionsteile mal mitnehmen. 13. Guck mal. Und die bauen. Die bauen weiter. Perfekto. Ja, das ist gut. Das ist gut. Okay, einer dieser Pipes ist schon mal fertig.
Leider noch nicht beide. Schade, schade, schade. Aber es wird, es wird, es wird, es wird. Also die kleine Änderung da unten hat doch ganz gut was gebracht, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber das passt. So, jetzt machen wir hier die Importe noch aus. Aus. Die Importe machen wir eigentlich wirklich nur aus einem Grund aus, weil das ja alles über die Tanks laufen soll. Deswegen machen wir die jetzt aus. Und dann haben wir da auch schon mal Ruhe. Hier ist nämlich jetzt schon ein bisschen Eisenerz drin. Kohle ist noch keine drin. Und Kupfer ist auch noch keine drin. Aber das kommt jetzt gleich. Das kommt jetzt alles nach und nach, glaube ich. Ah, okay. Er bringt das noch dahin. Und er bringt das schon ins Depot. Ja, perfekt. Und dann machen wir hier genau weiter. In der nächsten Folge, wenn ihr denn Lust habt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge dabei seid. Und bis dahin, tschüss.